Ich habe meine kurze Hose vergessen. Jetzt muss ich hier in Jeans trainieren, wie scheiße. Aber was soll's, das wird trotzdem durchgezogen. Alter, was ein Tag. Oh, sexy! Ich sag euch Leute, ich war so ganz kurz davor zu sagen, ach komm, scheiß drauf heute auf Training, scheiß drauf, ist doch alles gefickt, du warst den ganzen Tag unterwegs, deine Beine tun weh, Hose vergessen, komm, geh einfach nach Hause. Ich glaube, der alte Ivanio wäre einfach nach Hause gegangen, zieht euer Training durch, wenn ihr krank seid, okay, das ist eine Ausrede, aber sonst gibt's wirklich keine Ausreden, Alter. Geil. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und falls ihr das Format vom Fettsack zum Boss, also vom super wilden Wildschwein, zu einem gut aussehenden Boss. In diesem Format geht es darum, dass ich euch zeige, wie ich mich körperlich verändere, also sprich abnehme, was ich esse und. Und ihr wisst, auf meinem Kanal geht es eigentlich um Essen, um Schweinestein, um Vollfressen. Aber ich meine, wir können zusammen dick werden, aber wir können auch zusammen abnehmen. Also falls du ein Ziel hast, zum Beispiel abnehmen oder was anderes zum Beispiel, dann kannst du es jetzt gemeinsam mit mir durchziehen. Das Schwein nimmt ab, das schaffst du auch. Wir sind mittlerweile in Woche 5 und 6, also in Phase 2. Und was das bedeutet? Ich habe einen Monat lang mich Low Carb ernährt, wenig Kohlenhydrate. Und jetzt die nächsten 4 Wochen werde ich mich so ernähren, dass ich auf Low Fat umsteige. Ich werde in diesem Monat mehr Kohlenhydrate essen, aber dafür wenig Fett. Man sagt ja auch ziemlich oft, dass die Kombination aus Kohlenhydraten und Fett erst ein Ding macht. Allerdings habe ich ja in diesen 4 Wochen meinen Körper so umgestellt, dass er wirklich probiert, Fett als Energiequelle zu nutzen. Und bis mein Körper sich wieder umgewöhnt, dauert das ungefähr, sage ich mal, so 3 Wochen. Und die Phase 2 geht halt nur so 4 Wochen. Und in der Zeit können wir ein paar mehr Kohlenhydrate essen, so dass ich ein bisschen mehr Muskeln aufbauen kann in diesem Monat, damit wir im letzten Monat, also in Phase 3, richtig schön definieren können. Zum Start des Videos fangen wir auch direkt an mit der Fragerunde, weil sonst machen wir das am Ende des Videos immer, diese auch erst am Anfang. In der Fragerunde geht es einfach nur darum, dass ihr Fragen in die Kommentare schreiben könnt, oder Anregungen, Tipps oder Sachen, die euch beschäftigen oder einfach am Video interessieren. Und die probiere ich dann einfach in dieser Fragenrunde einzugehen. Also schreibt gerne neue Sachen in die Kommentare. Ich guck mal, vielleicht werde ich auch Insta ein bisschen damit einbauen. Also sprich, dass ihr auf Insta auch Fragen stellen könnt. In meiner Story-Funktion gibt es ja so eine gute Funktion, die man machen kann. Deswegen folgt mir gerne auf Instagram. Da gibt's schweinische Inhalte. Das ist purer Schweineluxus. Ich wiege ca. 80 Kilo, hab das gleich wie du gemacht, hab jetzt in einer Woche 4 Kilo abgenommen. Du motivierst mich immer mehr, hab vor 2 Wochen angefangen mit 100 Kilo und wiege jetzt schon 94. Hey, nicht schlecht. Wow, Alter, 5 Kilo ist auf jeden Fall nicht schlecht, aber ich muss dich direkt bremsen, Alter. Das Ding ist, beim Abnehmen ist es oft so, dass du zuerst viel Wasser abnimmst und du bist richtig motiviert, Digga, ich nehme ab, dies, das. Aber nach einer Zeit ist es einfach so, dass du nicht mehr Wasser abnimmst, sondern wirklich Fett und dann dauert alles etwas länger. Das schmälert oft die Motivation und viele Leute fangen an, richtig wie sie sich voll zu fressen, aber genau das ist falsch. Du musst dranbleiben und durchziehen. Die ersten Erfolge kannst du gerne feiern. Aber ruh dich nicht auf ihn aus, Alter. Ich weiß noch, ich habe auch richtig abgenommen. Plötzlich dann sehe ich so, ich nehme noch 1-2 Kilo ab. Ich war voll enttäuscht, aber genau da muss man dann durchziehen, Alter, damit der dicke Schweinebauch hier weggeht. Ich bin zu jung und darf noch nicht ins Fitness. Hast du einen Tipp? Hast du einen Tipp? Das kommt von alleine. Hast du einen Tipp, was ich sonst machen könnte? Einige schreiben mir auch, ey, Ivanio, ich kann nicht ins Fitness gehen wie du, weil ich noch zu jung bin. Und Alter, das ist doch keine Ausrede. Du kannst Home-Training machen, du kannst joggen gehen, melde dich in irgendeinen Verein. Also sprich, mach eine Sportart, die dir Spaß macht, dass du nicht ins Fitness kannst. Na und? Außerdem finde ich, man sollte auch mit zu jung nicht ins Fitness gehen, finde ich persönlich, Mann. Es gibt wirklich genug Alternativen. Ey, tu mal eine Woche nichts essen. Das bringt es wirklich. Was? Und ich fress mich die ganze Zeit voll? Ich werde das direkt mal ausprobieren. Ich trainiere den Schweinebauch nicht, da man ihn im Stall nicht sieht. Ich will vom Lauch zum Boss. Ich habe wirklich mir mittlerweile in den Jahren wirklich ein Wissen aufgebaut, was Abnehmen angeht. Was Zunehmen angeht, kann ich eigentlich nur sagen, jeder Mensch von uns hat ja einen Kalorienbedarf. Also sprich, du darfst so und so viele Kalorien am Tag essen. Wie der es rausfindet, guckt einfach im Internet. Es gibt gute Kalorienzähler. Wenn du diese Kaloriengrenze zum Beispiel einfach jeden Tag überschreitest, also einen Überschuss hast, musst du theoretisch zunehmen. Wenn ihr das macht, fresst euch nicht mit Scheiße zu, sondern wirklich gesunden Kohlenhydraten, gesunden Fetten, dann sollte das eigentlich klappen mit dem Zunehmen. Also vom Lauch zum Superlauch. Ich meine zum Superfettsack. Und ich korrigiere, zum Superschwein. Also einerseits finde ich es gut, aber irgendwie vermisse ich das fette Schwein. Spaß. Zieh weiter durch. Er hat zwar dahinter Spaß geschrieben, aber es gibt wirklich einige, die mir Nachrichten auf Instagram geschrieben haben mit, ey Digga, sei mal wieder fett und die ganze Scheiße. Ich kann verstehen, die Leute hassen Veränderungen. Die Leute wollen nicht sehen, dass jemand anders, ich will jetzt mich nicht hier so pushen, keine Sorge Leute, aber es gibt wirklich Leute, die gönnen es einem einfach nicht. Die wollen, dass du wieder dick bist, damit sie das Video gucken können und sich denken, ach guck mal, dieser Fettsack. Klar, ich bin ein dickes Schwein innen drin, das werde ich auch immer bleiben. Und ich sage euch wirklich, durchgehend Fettsack sein, also mich persönlich hat das nicht glücklich gemacht. Aber innerlich bleibe ich ein dickes Schweinchen, keine Sorge. Ich war auch mal sehr fett, habe 127 Kilo gewogen und jetzt bin ich bei 75 Kilo. Ich hoffe, du schaffst auch dein Ziel zu erreichen. Wow, du fette Schweinchen, beziehungsweise ex-fette Schweinchen. Schade, wir werden dich im Stall vermissen. Aber kranke Transformation, Digga, das muss man erstmal hinkriegen. Du hast meinen dicken Respekt. Wird schwer, dich zu ersetzen im Stall, aber wir probieren es irgendwie zu schaffen. Ich glaube, da gibt es ein paar gute Anwärter. Ganz normal, Alter.
hungert man bei der Boss-Transformation sehr, denn die Resultate sehen ja meistens schon sehr gut aus. Aber das erreicht man doch nur in so einer kurzen Zeit, wenn man sehr viel hungert, oder? Also an sich sind dir so viele Mahlzeiten vorgegeben, dass du eigentlich nicht hungern musst. Das Problem ist allerdings, an die Ernährung zu gewöhnen. Eine Ernährungsumstellung ist hart, Alter. Dein Gehirn hat sich daran gewöhnt, Zucker zu fressen oder einfach zu essen, auf was du gerade Bock hast. Und dann irgendwie nur noch Sachen zu essen, die du essen darfst, also eingeschränkt wirst, fegt den Kopf am Anfang übel. Also mir war persönlich war so, ich habe nicht so gerne die Sachen gegessen. Ich musste mich dann schon einmal zwingen, hier anstatt Brot, Low-Carb-Brot zu essen. Also eigentlich an sich hungerst du nicht, sage ich mal so. Das ist einfach ein totaler behinderter Mythos, dass man, wenn man Diät macht, hungern muss. Das ist Quatsch. Aber es gehört auf jeden Fall dazu, dass man halt wirklich einfach probiert, die Situation anzunehmen. Einfach das nicht leckere, frische, geile Brot zu essen, sondern das Low-Carb-Brot. Ist halt so, man muss sich einfach dran gewöhnen. Plant aber ordentlich eure Diät. Wenn ihr wirklich da blind reingeht, ist natürlich ein bisschen behindert. Natürlich kannst du dann hungern, weil du einfach nicht weißt, was du essen sollst, weil du noch einkaufen gehen musst. Also sprich, plan das so ein bisschen, dann musst du auch nicht hungern. So, jetzt genug gelabert, ab ins Training. Fläppchen, Noodles, Bolognese, Honigmelone, Gürkchen. Ich habe mal von meinem Chips-Video, das ich am Sonntag hochgeladen habe, die Doritos hier übrig. Und ich muss sagen, ich habe so einen richtigen, ich habe richtig Speichel im Mund. Hä? Alter, mir läuft das Wasser im Mund zusammen, anders kann ich nicht sagen. Ich habe richtig Bock, die Scheiße zu essen. Wäre jetzt cool und so, ne, aber... Ich muss sagen, das fällt mir gerade unnormal schwer. Richtig doll schwer. Fettsackmäßig, schweinisch schwer. Aber die werde ich hier essen, nee. Weil nach der Diät, da werden Doritos gerne mal reingehauen. Aber jetzt... Komm. Who wants Doritos? Wie sieht's bei dir mit Protein aus? Und was Protein angeht, kann ich euch wirklich sagen, ich habe nicht so gute Erfahrungen damit. Ich weiß noch, als ich mit dem Fitness angefangen habe, direkt erstmal Proteine genommen. Ich habe Pickel bekommen, aber richtig Pickel. Also ich habe wirklich da irgendwie Kackprodukte genommen. Und seitdem habe ich jetzt nicht wirklich so viel mit Protein zu tun gehabt. Allerdings kam da die Firma Mammut. Mammut. Kam auf mich zu, hat mir ein paar Proteine zugeschickt, durfte sie mal testen und gucken, wie sie mir gefallen. Und ich muss sagen, Digga, ich habe keine Pickel bekommen. Und vor allem abends, bin ich ehrlich, da willst du nicht jetzt groß hier noch kochen am Herd. Einen kurzen Proteinshake reinzuhauen ist nicht schlecht. Und ich muss einfach sagen, der von Mammut hat mir gefallen. Haben mir halt hier verschiedene Geschmäcker zugeschickt, damit ich mich austesten kann. Ich habe schon Peanut Butter Salz gegessen, nicht schlecht. Und Blueberry Cheesecake, auch nett gewesen. Was haben wir so? Cookies, Brownie? Boah, ich hätte schon Bock auf Brownie. Und wisst ihr was? Ich mache immer meinen Proteinshake mit Wasser, ne? Das ist auch voll okay und macht das auch, ne? Aber ich habe schon so lange kein Proteinshake mehr Milch gemacht. Und das will ich jetzt mal wieder testen. Shakey, shakey, shake. Boah, das habe ich mal früher gemacht und das war so gut. Mal gucken, wie das jetzt ist. Check, check, check. Hallo? Sie sind geistig behindert. Boah, riecht richtig gut nach Brownie. Richtig Brownie-mäßig. Ich empfehle euch wirklich, nehmt lieber Wasser, aber Milch ist auch mal eine leckere Gönnung. Vor allem, wenn du so auf Diät bist, die eigentlich nicht wirklich jetzt was Krasses gönnen kannst, ist immer so ein Milch-Protein-Shake echt nice. Also kann ich Mammut gerne an euch weiterempfehlen. Alles in der Beschreibung verlinkt, wenn euch, falls ihr was gönnen wollt. Ich bin gerade aufgestanden, hab mir direkt einen Apfel reingehauen, weil ich gehe jetzt gleich zum Training. Heute machen wir mal das InScope 21 Workout. Ich habe mir ein paar Videos von ihm angeguckt, hab probiert, da so halbwegs einen Trainingsplan zusammenzustellen. Also ein paar Übungen habe ich mir jetzt angeguckt, ein paar verschiedene Videos, wo er da und da Übungen gemacht hat. Mal gucken, wie das werden wird. Ich mag InScope. Kenne ich schon halt echt ewig, schon seit Führerschein Failed 1.0. Ich habe eine komplette Veränderung mitbekommen. Raucher, Trinker, Partygänger. Miet. Zum wirklich selbstständigen Unternehmer. Genau. Jetzt noch kurz den Müll wegbringen. InScope? Was machst du denn hier? Der Nico haut sich immer noch richtig dicken Booster rein, bevor er zum Training geht. Und ich habe meinen ganz eigenen Booster. Moment mal. Der hat ja gar keinen Führerschein mehr. Was? Ich auch nicht. Hat doch mal Spaß gemacht, was Neues auszuprobieren, also sprich ein anderes Workout zu machen. InScope, Workout Check. Nicht bestanden. Wir machen uns jetzt Mittagessen. Noodles. Dazu kommt dann noch ein paar Gürkchen. Und eine halbe Honigmelone. Dazu gibt es jetzt noch eine geile Bolognese. Und ich weiß, der Feind ist hier drauf. Aber das ist was anderes. Hier ist ja hier keine rohen Tomaten. Rohe Tomaten, die sind wirklich giftig. Was? Ja, die schönen Nudeln. Und das Ding ist einfach, bei der Soße ist, die hat 4 Gramm Fett. Geht halt voll klar. Also in dem Sinne, ich bleib bei meinem Low-Fett-Gehalt noch voll drin. Ah. Oh, noch ein leckerer Tee. Das sieht doch einladend aus.
Ach, ich liebe Phase 2. Kohlenhydrate sind sowas Leckeres. Scheiße, Mann. Hier sofort diese Melone. Oh. Heute heißt es wieder Hit-Cardio, also sprich 30 Sekunden lang sprinten, eine Minute lang ganz normal joggen, 10 Wiederholungen. Halt übel rein, Leute, sag ich euch. Aber es geht heute wirklich sogar ganz gut. Und wieder durchgezogen. Alter, ich bin wirklich ein Magnet für richtige Scheiße. Heute war ich im Fitnessstudio und da braucht man halt ein Schloss für seinen Schrank. Problem ist halt, dieser scheiß kleine Schlüssel ist so klein, ne? Und ich packe ihn einfach so in meine Bauchtasche und denke dann so, ach, ich werde ihn schon wieder finden. Und eigentlich finde ich ihn auch immer wieder. Aber heute, der war weg. Der war wirklich weg. Das heißt, ich muss da so richtig kacke hinlatschen zum Trainer. Ja, ich habe meinen Schlüssel verloren. Wisst ihr, wie scheiße das war? Und dann holen die so eine Zange und dann brechen die das so auf, korrekt. Aber, Alter, war das kacke, Mann. Warum? Wirklich, Emanjo, warum? Schlossi! Ich habe in diesem Video alles ein bisschen anders strukturiert mit der Fragenrunde und im Training und so weiter und so fort. Auch mal ein anderes Workout ausprobiert. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Lasst ein Like auf dem Video da, wenn ihr Bock habt und ein Abo auf dem Kanal. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten. Und tschüss.